Servus Leute, im heutigen Video wollte ich ein bisschen die News aufbereiten, die wir ja seit gestern bekommen haben rund um EFT und natürlich auch kurz auf das Event eingehen, das gerade auf Customs läuft mit Senator. Das war es auch eigentlich schon. Aber das wirklich Interessante ist, das Q&A Frage und Antwort mit Nikita, das Pestilli führen durfte. Und da waren wirklich ein Haufen Infos dabei und die will ich euch in dem Video einfach mal zusammenfassen. Viel Spaß. Kommen wir als erstes kurz zum Event, das gestern angefangen hat. Und zwar ist Senator im Fort Knox auf Customs mit einer 100%igen Spawnrate. Es gibt eine Quest, bei der man ihn mit jeder Waffengattung einmal killen muss, um dann ja etwas fragwürdige Rewards zu bekommen. Aber die Rewards sind eine Anlehnung an das Video, was damit auch veröffentlicht wurde. Es gab ein neues Video rund um den Skev Rizzy, der ja die Story da ein bisschen weiterspinnt. Ich denke rund um den Lightkeeper und auf das wird das Event auch abzielen irgendwie. Die Rewards sind all die Sachen, die er im Video da ja angefingert hat und soll ein bisschen ein Gag sein und nicht wirklich ja die Quest repräsentieren oder rewarden anständig. Aber ja, ist ja bloß ein Event und auch nicht gerade das Interessanteste, was gestern passiert ist. Und zwar, es gab ein Q&A, ein Frage und Antwort von Pestilli, das er mit Nikita führen durfte. Und da gab es einen Haufen Infos und die will ich euch zusammenfassen. Und zwar als erstes, der nächste Patch, sie sind dabei, ja, ordentlich dran zu arbeiten und es wird wahrscheinlich einen Vibe geben, der kommt noch dieses Jahr. Und dann Arena wurde drüber gesprochen. Arena sollte eigentlich schon getestet werden, aber sie haben sich wohl dazu entschieden, mehr reinzupacken, mehr Game Modes, mehr Maps und das Ganze noch größer zu gestalten und deshalb verschiebt sich das Ganze ein bisschen nach hinten. Dann wird es Tests geben und dann wird der Arena-Release dann auch kommen. Und die wirklich wichtige News ist, Streets of Tarkov ist im nächsten Patch, ist ready für den nächsten Patch, somit confirmed und kommt noch dieses Jahr. Das heißt, es sieht alles so aus, wie ich es schon vermutet habe, dass Ende Dezember ein Vibe kommt mit Streets of Tarkov und noch vielen anderen Dingen. Ja, Streets of Tarkov, die erste Version, die haben ja immer gesagt, es wird immer weiter erweitert werden, die Map. Und die erste Version ist fertig und es hat wohl so lange gedauert, weil es ist einfach, ja, perfekt machen wollen. Sie haben einen sehr hohen Qualitätsstandard, wie man da in dem Video auch raushört. Ich linke euch das unten rein, das Q&A mit Pestilli. Da hat Nikita, ja, er hat es nicht komplett verlinkt, aber Nikita sagt da ein paar sehr interessante Dinge und man merkt auch wirklich, wie detailverliebt sie da sind und es deshalb so lange dauert. Und ansonsten hat er über den Koop-Modus geredet. Der Koop-Modus wird neue Optionen bekommen, also PvE, die man dann einstellen kann und dann zusammen mit seinen Mates zu spielen. Hideout wird erweitert, es wird neue Sachen im Hideout geben. Dann wird es ein neues Grouping-System geben, das heißt, man kann schon in der Gruppe sein, während man im Stash ist. Man muss sich nicht immer vorm Raid gegenseitig einladen. Nikita hat gesagt, es soll im nächsten Patch drin sein. Er hofft, dass es im nächsten Patch bringen können. Das ist immer so eine Sache, sie haben so viel, aber ob es dann wirklich kommt oder nochmal nach hinten verlegt wird, na, das ist halt, ja, passiert gerne, dass es auch mal wieder nach hinten verlegt wird. Dann, die Skills sollen überarbeitet werden und bestehende Skills auch erweitert werden. Wie das dann genau aussieht, bleibt abzuwarten, aber ist sicherlich eine gute Sache. Dann ein Riesending, über das gesprochen wurde, der Main-Story-Modus. Mit dem Release von Tarkov mit 1.0 soll eine Story-Questline reinkommen. Und Nikita hat da gesagt, sie arbeiten da dran, aber verraten nicht wirklich, wie das aussehen wird. Es wird bloß eine kleine Handvoll von Testern geben, die das vorab spielen werden und testen. Also es wird keine Infos geben. Mit dem Release wird dann der Story-Modus kommen und das soll uns einfach überraschen. Nikita sagt, er macht es gerne, dass einfach wir das entdecken und spielen und vorher nicht die Informationen haben und er das so viel besser findet. Also der Main-Story-Modus, er hat da von Lip-Sync gesprochen und so, dass sie da riesig viel Arbeit reinstecken und wie das genau aussehen wird, werden wir erst mit dem Release von EFT, also mit der Version 1.0 feststellen können. Und freue ich mich riesig drauf, ist eine Riesensache, denke ich, die das Game auch komplett verändern wird. Ich bin echt mega gespannt. Und dann wurde noch drüber gesprochen über neue Waffen. Der Underbarrel Grenade Launcher soll auf jeden Fall im nächsten Patch sein. Die AUG, Baby, hat er gesagt, vielleicht. Und bleibt abzuwarten. Ja, neue Waffen bringen sie immer mal gerne. Ist jetzt aber gar nicht so das Riesending. Außerdem soll ein neuer Boss kommen. Was für ein Boss und auf welcher Map, wurde nicht gesagt. Aber es soll ein neuer Boss kommen. Dann der Lighthouse Trader soll kommen. Und der soll, ja, ganz anders sein als alles, was bis jetzt im Game war. Und Nikita will das genau so haben, wie es er gerne hätte. Und es dauert seine Zeit, bis das so richtig ist. Und deshalb verzögert sich scheinbar der Lightkeeper immer wieder. Und ich habe ja die Vermutung, dass diese Events mit dem Rizzy Scav da auf den Lightkeeper eigentlich abzielen.
Inzwischen habe ich die Vermutung, dass der Lightkeeper einfach mit dem nächsten Patch kommt, mit dem nächsten Vibe, mit Streets of Tarkov und dem Lightkeeper, weil, ja, es bleibt auch nicht mehr so viel Zeit. Und ja, das waren so die Infos, die wir von dem Q&A hatten. Ich verlinke euch das, wie gesagt, halt, Moment, eine Sache fehlt noch, Presets und, ja, hier komplette Gear-Presets und Quality-of-Life-Features waren auch von Rede von, dass die kommen sollen, dass man sich einfach mit einem Klick oder ein paar Klicks komplett gearen kann und nicht mehr alles auf einmal machen soll. Ist eine gute Sache, das wurde auch noch erwähnt. Und ja, das war so alles, was in dem Q&A war. Wie gesagt, ich verlinke es euch unten, ist ein 8-Minuten-Video, könnt es euch gerne anschauen. Und ansonsten, ich freue mich riesig auf die Infos und ich bin extrem beruhigt, dass wir wirklich was von BSG hören, auch von Nikita, dass es da vorangeht und dass wir Streets of Tarkov noch dieses Jahr sehen werden. Sind extrem gute Nachrichten und ja, wie gesagt, ich freue mich mega drauf. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description und, oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben. Und einen Kommentar unter dem Video. Ihr könnt mich ja mal wissen lassen, auf was ihr euch am meisten freut. Ob euch das zu langsam geht, da wird es wahrscheinlich einige geben. Oder wie ihr die ganzen Sachen seht, immer rein in die Kommentare. Ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Video oder auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.